Tralali, nach einem abgelehnten Referendum tritt bald das neue Jagdgesetz in Kraft. Aber die Verwirrung ist groß. Was darf man jetzt wann über den Haufen schießen? Hier die große offizielle Deauville-Abschussliste. Wölfe dürfen sie jetzt abschießen, aber nur vom 1. September bis zum 31. Dezember. Bären dürfen sie im Notfall ebenfalls abschießen, aber ich würde lieber davonrennen. Küken dürfen sie abschießen, aber nur, wenn sie nicht in den Schredder passen. Katzen darf man nicht abschießen. Sollte man aber. Frauen darf man abschießen, vorausgesetzt man arbeitet bei der Basler Polizei. Für deine Sicherheit, für die Basel. Männer muss man nicht abschießen, das erledigen sie schon selber. Babys hingegen dürfen sie höchstens abtreiben, aber nur bis zur 12. Schwangerschaftswoche oder sobald ihnen ein Hitlerschnauz wächst. Atommüll sollte man nicht abschießen, aber gut verschließen. Zeugen Jehovas dürfen sie nicht abschießen, aber abwimmeln. Vereis. Banken darf man in der Schweiz nicht abschießen, aber zuschließen, aber nur solange Karin dort kein Konto hat. Dann sehe ich aber selber ein Konto bei der Credit Suisse. Politiker hingegen bitte nicht abschießen. Lieber schön trinken. Österreicher dürfen sie in der Schweiz gerne abschießen, aber nur wenn sie durch die hohle Gasse kommen. Russen darf man abschießen, einfach nicht mit einer Schweizer Waffe. Das ist für mich sehr wichtig. Richtige Schweizer Fußballer dürfen sie nicht abschießen. Die sind anscheinend sehr selten. Zürcher dürfen sie nicht abschießen. Wobei, warum eigentlich nicht?